1000% die nächsten Jahre bei der Telekom. 11.150% bei Infineon. Was erzählt er da wieder für Geschichten, der Hopf? Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren. Grüezi miteinander. Wir wollen heute, nachdem nun das Telekom-Video, wo wir eine Prognose gemacht haben, die für viele Leute einen Skandal darstellt. Über 1000% in den nächsten 8 bis 10 Jahren bei der Telekom. Kurszielerwartung. Wie kann er sowas sagen? Das ist Bauernfängerei. Bla bla bla. Ich möchte Ihnen heute mal ein anderes Beispiel zeigen. Ich gehe jetzt einfach mal direkt drauf zu und quatsche Sie hier nicht weiter voll mit der ganzen Geschichte. Und zwar wollen wir heute über Infineon reden. Ja? In unserem Sonderbericht zum DAX 30 Aktienpaket, welches vor ein paar Monaten rausgekommen ist, hatten wir 3 Aktien besonders hervorgehoben aus den DAX 30 Aktien, wo wir gesagt haben, die haben ein wahnsinniges Kurspotenzial aus Sicht unserer Elliott-Wellen-Berechnungen. Das sind super interessante Aktien für die Zukunft, Aktien, die sich vervielfachen können. Das waren Nummer 1, die Telekom. Nummer 2, Volkswagen. Über Volkswagen werde ich noch ein eigenes Video machen. Und Nummer 3, Infineon. Infineon, Hardware produzierend, Halbleitergeschäft, extrem gefragt, Halbleiter. Wenn Sie das schon mitbekommen haben, lesen Sie sich da gerne mal ein in das Thema. Es gibt einen extremen Mangel in der Branche nach Halbleitern. Infineon stellt diese her. Das könnten Sie schon mal als Grund nehmen, warum es die letzten Jahre sehr gut lief, warum es die kommenden Jahre gut laufen wird. Infineon DAX-Unternehmen macht aktuell oder im Jahr 2020 ca. 8,5 Milliarden Umsatz, sind sehr stark aufgestellt, haben den Sprung in die Internationalisierung geschafft, haben, wie ich meine, ein hervorragendes Management. Und jetzt möchte ich Ihnen mal einfach zeigen, diese ganze Geschichte rational, wie wir Menschen denken. Wenn eine große Zahl genannt wird, dann haben wir da eine Emotion dahinter. Beim Bitcoin genau das Gleiche. Viele Leute sagen, wow, 100.000 Dollar der Bitcoin, das ist ja der Wahnsinn. Ja, es wird je mehr wir uns diesem Preis nähern, desto mehr lässt das nach, weil es dann realer wird für uns. Aber wenn eine große Zahl genannt wird, dann sagen Leute gleich, weil das eine Emotion bei ihnen auslöst. Jetzt zeige ich Ihnen bitte mal, weil viele das ja für unrealistisch halten, fundamental vollkommen unbegründbar, warum die Telekom in den nächsten 10 Jahren 1000%, also durchschnittlich 100% oder eine Verdopplung pro Jahr machen könnte. Wir werfen jetzt mal als allererstes auf den Langfristchart von Infineon. Schauen wir uns den an. Auch das haben wir hier durchgechartet seit langer Zeit. Sie sehen hier, Infineon hat nicht in 10, sondern in 12 Jahren, in den letzten 12 Jahren, sein Tief gefunden 2009. Seitdem hat Infineon eine geschmeidige Performance als DAX-Unternehmen von 11.150% hingelegt. Also knapp das, was die Telekom in 10 Jahren machen soll, pro Jahr die letzten Jahre. Sie können mir folgen? Da redet keiner drüber, wie unrealistisch das war. Auch da gerne mal an Sie als Zuschauer, schreiben Sie mir doch mal vollkommen unverfangen, ja, das soll hier kein Rechthabe-Wettbewerb werden, sondern ganz frei und respektvoll Ihre Meinung, wie das fundamental begründet ist, dass Infineon die letzten 12 Jahre von den Wachstumszahlen oder Umsatzzahlen oder generell, was Ihre Meinung ist, warum Infineon diesen Anstieg aus rationalen Gründen verdient hat von 11.150%. Es sind jetzt sogar schon etwas mehr. Wir sind ja hier über den Widerstand bei 35,4 drüber gegangen. So, ich möchte Ihnen sagen, warum wir davon ausgehen, dass das hier noch lange nicht das Ende ist bei Infineon. Sie sehen ja hier auf dem Langfristchart, wir haben ein Langfristmindestziel von 115 und drüber. Ich möchte Sie jetzt auf eine Historie mitnehmen, auf eine kleine Reise, wie wir diese Analyse grundsätzlich angehen, weil ich verstehe, dass viele Leute diese technische Analyseart nicht kennen und daher grundsätzlich misstrauisch sind. Misstrauen ist gut, Misstrauen ist wichtig, wir sollten viel mehr Misstrauen haben, Sie sollten auch mir misstrauen, was Meinungen grundsätzlich angehen. Deswegen möchte ich Sie jetzt mal mitnehmen und Ihnen zeigen, wie wir diesen Kurs
seit einigen Monaten beobachten, welche Schritte wir gegangen sind, wo wir eingestiegen sind, welche Ziele wir gesetzt haben. Und da müssen Sie einfach lauschen und mit mir die Charts durchgehen. Wir starten als allererstes beim 18. Oktober, der 18.10.2020 im letzten Jahr. Schauen uns hier mal den Chart an. Hier sind wir hochmarschiert, hatten eine übergeordnete 3 abgeschlossen. Das sehen Sie hier blau in Klammern. Und dann haben wir gesagt, das war am 18.10., wir werden jetzt hier eine Trendwende nach unten aufbauen, eine Zwischenkorrektur, das ist die rote Linie nach unten, das ist die Welle 4 Korrektur innerhalb diesem grünen Bereich. Das ist der Bereich, den wir setzen, um dann Positionen zu hinterlegen, weil wir davon ausgehen, dass danach wiederum eine Trendwende nach oben vollzogen wird und wir hier steigen werden. Fundamental, wenn Sie mich so fragen, überhaupt kein Grund. Fundamental juckt uns das nada, null. Wir sagen, allein aufgrund unserer Analyse unter völliger Ignorierung jeglicher Fundamentaldaten wird in diesem Bereich eine Trendwende ausgebaut, danach steigen wir. Das war am 18.12. So, wir gehen jetzt weiter auf den 25.12., also 2 Monate vor, auf den 25. Dezember, immer noch im letzten Jahr. Was ist hier passiert? Sie können sehen, das ist die gleiche Box, die wir damals gesetzt haben. Der Kurs hat exakt diese Gegenbewegung gemacht. Der Kurs ist sogar etwas stärker zurückgekommen, als wir das gedacht haben oder als wir das primär gesehen haben. Das erkennen Sie daran, dass eben 2 kleine Kerzen unten aus der anderen Seite rausgelaufen sind. Wir haben damals eine erste Position gesetzt, sind bei Infineon eingestiegen. Wir sind aber erst eingestiegen, als der Kurs etwas hochgegangen ist. Also quasi, als wir die Bestätigung dafür hatten, dass unsere Wellenberechnungen richtig sind, dass wir hier also nicht im Zweifelsfall durchbrechen und nochmal viel tiefer gehen. Nachdem wir die Bestätigung dafür hatten, sind wir hier eingestiegen, haben gesagt, der Kurs geht hoch. Was hat er gemacht? Die Trendwende ist ausgebaut worden, der Kurs ist hochgelaufen. So, jetzt sind wir beim 25. Dezember. Jetzt springen wir wiederum 2 Monate weiter nach vorne, und zwar auf den 1. Februar. Denn am 1. Februar an diesem Tag hatten wir einen weiteren Trade, unsere 2. Position zur Aufstockung bei Infineon gesetzt. Sie sehen jetzt hier also die erste grüne Box vom Dezember, erster Einstieg damals. Dann sehen Sie jetzt die 2. grüne Box, die gesetzt worden ist. Hier sind wir wiederum reingekommen, haben das gleiche Spiel immer. Ja, das ist ja im Endeffekt, für viele wirkt das wie Hexenwerk, aber das ist reine Mathematik und Berechnungen. Wir haben hier wieder eine Trendwende erwartet, haben gesagt, okay, mit einer Wahrscheinlichkeit von 62% starten wir jetzt hier durch, werden innerhalb der nächsten grünen Box eine Trendwende vollziehen und dann über die 35,53 drüber starten. Da hatten wir ein sekundäres Szenario noch drin, dass es nochmal etwas tiefer runterkommt. Dazu hatten wir damals, wir verschicken dann, wenn wir so einen Trade machen, eine Kurznachricht per E-Mail an unseren Verteiler für den DAX 30. Da stand drin, ich blende jetzt mal hier die Kurznachricht, die quasi die entsprechenden Leute dann per E-Mail erhalten werden. Kurznachricht in Infineon, wir steigen ein, da erhalten Sie die ISIN-Nummer, die können Sie dann direkt nehmen, bei Ihrem Broker in der Suchleiste eingeben, kommt dann direkt zur richtigen Aktie. Steht schon, wie Sie in unserem Update vom Sonntag, dem 31.01. entnehmen konnten, hat Infineon die Zwischenkorrektur sauber in unserer grünen Box abgearbeitet und diese sogar bereits nach oben verlassen. Wir sehen zwar noch eine Restgefahr auf Kurse von 26 bis 25, aber die Wahrscheinlichkeit für einen jetzt einsetzenden Anstieg über das letzte relevante Hoch bei 35,53 ist wesentlich höher. Wir wollen diese Chance nicht verpassen, deshalb jetzt den Einstieg vornehmen. Im Chart weiter unten sehen Sie nochmals unsere Prognose mit den relevanten Chartmarken. Steht hier drin, wir gehen wiederum long, also auf steigende Kurse. Einstiegsdatum der 1.2.2021, Einstiegskurs 33,38, kein Stop, da wir das als Buy and Hold handeln. Wir geben aber auch immer für Leute, die das zum Beispiel mit einem Derivat, zum Beispiel einem CFD handeln wollen, auch einen Stop mit an. Und unser Kursziel für diese mittelfristige Bewegung ist erstmal größer als 70 Euro. So. Diese Nachricht ging am 1.2. raus.
Wir gehen wiederum weiter. Ich hoffe, Sie können mir hier noch folgen und ich kann das hier ja möglichst verständlich ausdrücken. Jetzt springen wir weiter einen Monat auf den 5.3., den 5.3.2021 in diesem Jahr. Sie können jetzt wiederum sehen, was ist hier passiert. Der Markt ist auch wiederum impulsiv aus diesem Zielbereich rausgekommen, lief an die 35,53 ran. Da haben wir gesagt, da soll er drüber gehen. Er hat das nicht, er ist an diesem Widerstand gescheitert, kam nochmal zurück in, wenn sie das die grüne Box quasi weitergehen wollte, kam nochmal zurück in den Bereich. Auch hier ganz klar, das ist also, wir gingen ja davon aus, dass der Kurs direkt durchstartet. Er hat das nicht gemacht, er hat quasi nicht die Kraft aufgebracht, um direkt durchzustarten. Das ist jetzt hier der 5.3. Jetzt gehen wir einen Monat weiter vor und ich nehme Sie jetzt mal in die heutige Zeit, den 16.4. nehme ich Sie jetzt mit und dann besprechen wir das aktuelle Bild und was wir als nächstes erwarten. Das ist ja dann relevant für Sie als Anleger und Investoren. So, 16.4.2021. Wir sehen, der Kurs ist jetzt hier abgeprallt, an der Unterstützung ist wieder nach oben gelaufen. Wir gehen also dieses Mal davon aus, dass wir die 36,57 überschreiten. Er hat das bereits einmal versucht, ist gescheitert. Der nächste Versuch wird wahrscheinlich in den nächsten Handelstagen erfolgen. Wir gehen davon aus, dass wir über 40 gehen, um dann eine weitere Gegenbewegung einzusetzen, ne? Also eine weitere Zwischenkorrektur, eine Erholung, ein Ausatmen des Kurses, bevor es weiter nach oben geht. Bisher konnten wir sehen, dass mit unseren Einstiegen, Sie sehen auch hier die zwei letzten Einstiegskoordinaten, Boxkoordinaten drin, der Wellencount funktioniert sehr gut. Somit gibt uns das Sicherheit, dass wir mit unserer grundsätzlichen Berechnung in diesem Markt quasi auf der richtigen Welle uns bewegen. Und das gibt einem technischen Analysten, wie wir das eben praktizieren, gibt das Sicherheit. Das können Sie jetzt quasi mit fundamentalen Daten gar nicht in Verbindung setzen, sondern wie wir merken, ob unsere Interpretation richtig ist, ist, indem die Dinge passieren, die wir vorausprognostizieren. Und je öfters das passiert, desto mehr wissen wir, wir sind auf der richtigen Fährte unterwegs. Also, Szenario Nummer 1 ist aktuell unser Primärszenario mit 62% Wahrscheinlichkeit. Wir steigen weiter an, kommen dann zurück in einer Gegenbewegung und werden irgendwo im Bereich zwischen 37 und 34 Euro die Aktie zurückkommen. Dort würde es einen zweiten Zielbereich, einen dritten Zielbereich geben, eine dritte grüne Box. Wir würden dann, sobald dieses Szenario sich als wahr bestätigt, wieder eine Nachricht verschicken an unsere Abonnenten, denen genau sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um einzusteigen. Szenario 2, bitte nicht erschrecken, wenn wir das so sagen. Wenn es um mich geht, wir sind hier langfristig unterwegs, ich würde mir wünschen, dass das sekundäre Szenario mit einer 38%igen Wahrscheinlichkeit eintrifft, nämlich, dass wir nicht hier Halt machen und bereits nach kurzer Zeit wieder drehen, um weiter anzusteigen, sondern dass wir nochmal deutlich stärker zurückkommen, circa in einen Bereich von 26 bis 29 Euro, die Aktie. Sagen Sie, oh mein Gott, das ist ja dann quasi fast so tief wie Ihr allererster Einstieg. Richtig, langfristig betrachtet ändert sich für uns nicht die Fahrtrichtung. Dieses Sekundärszenario würde für mich als langfristigen Investor bedeuten, dass ich nochmal zu viel tieferen Preisen bei Infineon reinkommen würde, was nachher, wenn ich das Endziel der Bewegung, einer großen bullischen Bewegung sehe, was mir nachher die Möglichkeit gibt, quasi nicht meine Position zu verzweieinhalb oder verdreifachen, sondern sogar zu vervier oder vervierinhalbfachen. Ja, das ist nachher einen großen Renditesprung, den ich mache. Auch hier, das wird sich zeigen, der Chart wird uns die Wahrheit nachher sagen. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, wird es eins oder wird es zwei sein. Das werden wir dann aber, sobald mal die Bewegung nach oben abgeschlossen ist und der Rücksetzer kommt, werden wir merken, ob bereits bei Punkt 1 die Trendwende vollzogen wird oder ob unsere Indikatoren und unsere Berechnungen uns eher sagen, es wird hier nochmal ein tieferes Ausatmen geben, könnte übereingehen mit einer insgesamt stärkeren Korrektur auch des DAX-Indizes und ob wir hier nochmal deutlich runterkommen,
Für viele Leute, die das nicht verstehen, die werden dann denken, oh Scheiße, was ist hier los und wieder große Katastrophe und die ganz sämtliche Crash-Propheten werden wieder rauskommen und sagen, wir werden alle untergehen und jetzt bricht alles zusammen. Wir sehen das, wie ich das schon oft gesagt habe, nicht so. Wir sind sehr positiv auf die Märkte gestimmt. Es wird sich auf jeden Fall zeigen in den nächsten Wochen, wo wir hier einen Einstieg kriegen, ob sehr, sehr kurz- bis mittelfristig schon nach Abschluss der aktuellen Aufwärtsbewegung Rücksetzer und wir steigen zum dritten Mal ein oder wir kommen nochmal stärker zurück und bauen dann nochmal eine richtig große Position auf im zweiten Bereich und kommen da günstig rein. So, als allerletztes möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, hier unsere Kursgewinntabelle des DAX 30, dort habe ich das auch mit einem Pfeil markiert, Infineon, da haben wir zwei Positionen hinterlegt, stehen wir aktuell, Pi mal Daumen, das ist natürlich jetzt heute Morgen einfach aufgenommen worden, 27,9% im Gewinn mit dieser Position, auch hier, das triggert ja viele Leute, das ist eine Kursgewinntabelle. Ich werde es Ihnen jedes Mal erklären, damit die Leute, die wieder sagen, hier würde irgendwas verfälscht dargestellt werden, das stellt den reinen Kursgewinn dar. Jede einzelne Position für sich dargestellt und miteinander addiert und das ist nachher der Kursgewinn. Das ist nicht das, was Sie auf Ihrem Depot haben. Jedes Depot gewichtet Einstiege anders. Der eine ist mit 10% bei BASF drin oder Bayer oder Siemens. Der andere ist mit 5% drin, deswegen ist die Rendite anders. Wenn Sie sich das mal ungefähr ausrechnen möchten, was es ergeben könnte, drücken Sie auf Stopp, nehmen Sie einfach mal die Einstiege, schauen Sie, wo sind wir überall drin, teilen das durch diese Anzahl, in dem Sinne, Sie zählen das zusammen, die 616, teilen das durch die Anzahl an Positionen. Wenn Sie also sagen, Sie würden überall gleich reingegangen sein und dann werden Sie ein Ergebnis daraus kriegen. So, ich wollte Ihnen das hier nur mal zeigen. Sie sehen, wir sind nicht überall drin, weil es auch ganz klar Werte gibt, wo wir sagen, das ist nicht gut, das gefällt uns nicht und es gibt Werte, die sehen super aus. Auch hier ein Wert, der mir super gut gefällt, auf den wir absolut stehen, eine starke Aktie auch für die nächsten Jahre, ist Volkswagen. Da werde ich demnächst drauf eingehen. Wenn Ihnen das gefallen hat, wenn ich es nicht zu kompliziert erklärt habe, wenn Sie das aufgreifen konnten, wie wir die Zukunft sehen bei Infineon, auch hier nochmal ganz kurz zurück auf den ersten Langfristchart. Wir haben hier gesagt, Mindestziel 115, auch fundamental ist Infineon meiner Meinung nach sehr, sehr stark aufgestellt. Das ist eine Aktie für die nächsten 7-8 Jahre, wo ich drin bin, wo ich mir vorstellen kann, dass das eine grandiose Durchschnittsrendite pro Jahr bringt. Das ist eine starke Aktie, die ist in der Branche, die sehr, sehr stark ist, deren Produkte eine sehr hohe Nachfrage haben, ein Top-Management. Ist eine Aktie, die wir interessant finden. Wir werden hier aber auch nicht blind reinspringen für die nächste Position, sondern uns das jetzt sehr genau anschauen und dann in den nächsten Wochen ein Signal verschicken, wenn wir hier wieder tätig werden. Ich habe für mich selber einen Wunsch, dass diese Art der Darstellung für Sie das verständlicher macht, die Denkweisen, die wir haben, die Herangehensweisen an Märkte, wie wir das betrachten, auch aus technischer Sicht, dass das nicht wirklich Hokuspokus ist, sondern dass hier wirklich Hand und Fuß dahinter sind, dass es eine Basis und Grundlage gibt, warum wir so entscheiden und warum wir solche Ziele sehen, seien die nun besonders hoch oder besonders niedrig. Auch das rational betrachtet sind das alles nur Zahlen. Nur wir in unserer menschlichen Emotion tun die nachher als gigantisch oder beängstigend oder zu übertrieben bezeichnen. Aber am Ende sind es nur Zahlen. So, ich hoffe, das hat Ihnen gefallen und Sie möchten weiterhin solche Kursprognosen und solche Aktieneinschätzungen von mir erhalten. Wenn ja, bitte lassen Sie mir ein Like da. Und kommentieren Sie auch gerne. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne, erfolgreiche Woche. Danke.